Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte hier die Weinliste für die Hochzeit. Ich konnte ein Zastrum nirgends finden. Das ist schon in Ordnung. Ich kann das auch abzeichnen. Ich habe statt des 87er Barolo einen 88er Chateau. Sie haben bestimmt die richtigen Weine ausgewählt. Herr Kanopka? Ja. Danke. Kein Problem. Ich musste sowieso hoch, also. Dass Sie mich gewarnt haben. Ich weiß, Sie können das jetzt wahrscheinlich nicht verstehen, aber ich werde ihn trotzdem heiraten. Auch wenn er Sandra mehr liebt als mich und mich wahrscheinlich nie so sehr lieben wird wie Sie. Sie glauben bestimmt, dass ich eine große Dummheit mache, nicht wahr? Ja. Ja, das denke ich. Ich auch. Frau Engel, noch können Sie sich anders entscheiden. Ich habe schon einmal einen Mann verloren. Nochmal mache ich diesen Fehler nicht. Ich würde das kein zweites Mal ertragen. Würden Sie mir bitte einen Gefallen tun? Was? Halten Sie sich in Zukunft aus meiner Beziehung raus. Auch gegenüber meinem Mann, bitte. Wie Sie wünschen. Wissen Sie, mein Leben ist es nicht. Genau. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Engel. Ja? Frau Ostermeier, einen Brief für Sie. Von wem? Von Herrn Zastrow. Schönen Tag. Danke. Liebe Sandra, ich weiß, du kannst diesen Satz wahrscheinlich nicht mehr hören. Aber ja, ich habe Fehler gemacht. Viele. Vielleicht zu viele. Den größten Fehler meines Lebens mache ich vermutlich heute, wenn ich Rosalie heirate. Ich weiß nicht, warum es mit uns beiden nicht geklappt hat. Ich hätte mir nichts mehr gewünscht. Wahrscheinlich war es meine Schuld. Vielleicht war die Liebe zwischen uns zu groß, die Gefühle zu stark, als dass ich damit umgehen konnte. Vielleicht wäre ich dazu nie in der Lage. Und bevor ich dich ein Leben lang unglücklich mache, laufe ich wohl lieber vor dir davon. Vielleicht schaffe ich es ja, Rosalie glücklich zu machen. Wer weiß. Jedenfalls habe ich beschlossen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und auch wenn es mir schwerfällt, diesen Weg jetzt zu gehen, ich werde ihn gehen. Einmal in meinem Leben werde ich etwas zu Ende bringen. Auch wenn mein Herz etwas anderes will und mein Gefühl etwas anderes verlangt. Lukas. Ihr Angebot ist wirklich ausgesprochen großzügig, aber ich glaube, es wäre doch besser, wenn ich in einem Hotelzimmer übernachte. Ich verstehe. Es hat gar nichts mit Ihnen zu tun. Aber vielleicht mit der Tatsache, dass ich eine Frau bin und Sie ein Mann? Halten Sie mich für so unseriös, dass ich was mit einem Kandidaten anfange? Nein. Noch dazu mit einem, der in einer glücklichen Beziehung lebt? Nein, natürlich nicht. Das ist nur... Teurer und unsinnig? Ich glaube, es wäre meiner Freundin lieber, wenn ich nicht bei Ihnen übernachte. Und stattdessen ein Vermögen abdrücken für eine durchgelegene Matratze, mieses englisches Frühstück und ein Zimmer, in das kaum ein Koffer passt. Genau. Das müssen Sie entscheiden. Aber muss sie es denn unbedingt erfahren, Ihre Freundin? Soll ich Marie anlügen? Es wäre ein kleines Geheimnis. Offiziell schlafen Sie im Hotel und in Wahrheit sparen Sie jede Menge Geld. Das kann ich... Ich habe keine Hintergedanken, Hendrik. Entschuldigung. Oder darf ich du sagen? Ja, klar. Schön. Also, Hendrik, ist es so. Als ich hier damals in London angefangen habe, da wäre ich froh gewesen um so ein Angebot. Ich weiß verdammt gut, wie das ist, wenn man wenig Kohle hat und neu starten will. Ich habe ein gutes Herz. Das ist alles.
Mach, wie du willst. Aber mein Angebot steht, okay? So, und jetzt mag ich noch was trinken. Okay. Was? Wir machen es so. Ich übernachte bei dir. Aber Marie... Erfährt davon nichts. Ein Sekt, bitte. Gerne. Ja, ich komme. Mein Gott, ich hab's gehört. Ich weiß es jetzt. Ganz sicher. Sie machen einen großen, großen Fehler. Das ist, als ob Sie mich um Hilfe gerufen hätten. Wer denn? Erst Lukas und dann Rosalie Engel. Und jetzt schon wieder Lukas. Und ich habe einfach nichts gesagt. Ich habe nur geschwiegen. Und dabei warten Sie nur darauf, dass ich sage, dass Sie nicht... Tief Luft holen. Dass Sie nicht heiraten dürfen. Also ohne Punkt und Komma reden. Das war bei mir jahrelanges Training. Ja? Das ist nicht lustig. Hier, lies. Ich würde sagen, das ist ein astreiner Liebesbrief. Nein, das ist ein Hilferuf. Okay, ein Hilferuf. Und was heißt das jetzt? Ach, ich hätte ihn der Engel einfach nicht so kampflos überlassen dürfen. Ich gewusst, dass du ihn noch liebst. Nein, nicht so wie früher. Nein. Gut, ja. Ja, ich liebe ihn. Und ich werde ihn wahrscheinlich immer lieben. Und was machst du denn noch hier? Renn zu diesem Hornochsen und verhindere die Hochzeit. Verhindern? Ja. Ich meine, du musst schon wissen, was du willst. Wenn du Lukas Sastro willst, dann musst du dich jetzt ganz schnell beeilen, weil sonst heiratet er die Falsche. Nein, du musst hinlaufen und sagen, ich liebe dich, nimm mich. Ja. Ja. Ja, das war gut. Oh, danke. Danke. Bis bald. Oh Gott. Oh Gott, ist die süß.